Hallo und herzlich willkommen zum GFD-Wochenausblick für die Kalenderwoche 4 vom 22.01. bis 26.01.2018. Mein Name ist Markus Klebe und ich möchte hier heute unter anderem auf die Märkte DAX, Dow, S&P, Euro, Gold und Brent Crude Oil eingehen. Ich werde unten in der Videobeschreibung dann die entsprechenden Zeiten reinschreiben, wann welcher Markt abgehandelt wird. Wenn euch eben nicht alle Märkte gefallen, dann könnt ihr da gegebenenfalls eben vorspulen bzw. an den entsprechenden Punkt gehen und euch dann den oder die entsprechenden Märkte, die euch interessieren, anschauen. Vorab achtet aber bitte auf den Risikohinweis. Ja, begrenzt euer Risiko, passt auf eure Positionsgrößen auf und ihr wisst, es kann nicht nur nach oben gehen, sondern auch nach unten und vor allem beachtet, dass all das, was ich hier sage, meine Meinung ist, das ist meine Analyse zu den Märkten und darf nicht als Anlageberatung missverstanden werden. Ja, macht auch eure eigenen Analysen und trefft dann eure eigenen Entscheidungen auf Basis dessen, was ihr euch an Meinungen oder beziehungsweise an Setup zurechtlegt und nutzt meine Analyse dann vielleicht als kleines Hilfsmittel oder als kleine Unterstützung zu eurer Meinung, aber das ist eben hier keine Empfehlung. Starten wir sofort mit dem DAX und wir sind hier auch schon direkt im Tageschart und sehen hier die letzte Bewegung, den letzten Tag am Freitag, wo der DAX dann wirklich nach oben nochmal hier Momentum aufgenommen hat, die Jahreshochs durchbrochen hat von diesem Jahr, aber noch nicht hier oben an die Allzeithochs rangekommen ist. Und ich habe jetzt hier mal ein neues Tool zum Testen, was ich euch zeigen will, wo ich jetzt so ein bisschen zeichnen kann. Ja, also der Markt, der ist hier noch nicht an diese alten Allzeithochs rangelaufen vom letzten Jahr, hat jetzt hier noch ungefähr zwischen 70 und 80 Pünktchen Luft, aber ich sehe es durchaus als realistisch, dass der Markt da durchaus hinkommen könnte für die kommende Woche, denn der Markt hat Momentum, der Markt hat Stärke, auch die US-Indizes, wo wir gleich drauf schauen werden, die sind ja nach wie vor stark, da ist kein Anzeichen, dass da irgendwo Schwäche reinkommt, also es ist durchaus denkbar, dass der Markt hier an diese Allzeithochs rangeht, beziehungsweise auch die Kraft hat, hier gegebenenfalls durchzubrechen zu neuen Höhen, zu neuen Allzeithöhen. Ja, für mich generell ist es eben wichtig, wenn der Markt, und das zeichne ich jetzt auch nochmal ein, wenn der Markt, der DAX, hier über diesem Unterstützungsniveau von Pi mal Daumen 13.300 bleibt. Ja, das ist der Bereich, dieses Unterstützungsniveau. Alles, was da drüber ist, ist für mich für die kommende Woche erstmal primär von der Long-Seite aus zu betrachten. Es ist natürlich durchaus denkbar, dass wir hier eben nochmal einen Rücksetzer machen. Sei es direkt an dieses Ausbruchsniveau von 13.300 dran oder eben nicht ganz so weit und dann nach oben abprallen, was idealerweise für mich sowieso bessere Szenarien werden, also wenn der Markt eben nochmal leicht konsolidiert, um dann eben für ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis Einstiege zu finden. Aber generell schaue ich, egal jetzt erstmal welches Setup, primär über 13.300 mir die Long-Seite an. Sollte der Markt allerdings drunter gehen, sollten wir hier, Moment, muss ich noch ein bisschen zurechtfinden hier mit diesen, sollte der Markt eben unter diese 13.300er Marke gehen, hier in Richtung 13.200, also diesen Bereich hier nachhaltig nach unten wieder durchbrechen, dann ist dieser Bereich zwischen 13.300, ja, und zwischen 13.200 für mich erstmal so ein bisschen als Niemandsland zu betrachten, weil einfach dann diese letzte Aufwärtsbewegung schon relativ weit wieder eben zurückgeholt wurde. Ja, das ist ja immer so ein Zeichen, dass der Markt eben scheinbar doch aktuell nicht ganz so viel Kraft hat und der Bereich 13.200 in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr starke Unterstützung dargestellt hat. Ja. Somit bin ich hier in diesem Bereich, in diesen 100 Punkten zwischen 13.200 und 13.300 Punkten etwas vorsichtiger mit Käufen, schaue aber mir auch noch nicht so zwingend die Abwärtsseite an, sondern schaue mal, was sich hier für Situationen ergeben. Vorsichtig vielleicht mal der ein oder andere Long nochmal, aber tendenziell eher hier so ein bisschen die Füße stillhalten. Und wenn der Markt dann eben die Kraft hat oder im Endeffekt die Schwäche, die Kraft nach unten hat, diese 13.200 zu durchstoßen, dann ist als erstes Ziel hier definitiv der Bereich 13.100 realistisch, vielleicht ein kleiner Abpraller und dann wäre es auch nicht undenkbar, dass wir an die Marke von 13.300 dann ranlaufen könnten. Allerdings, wie gesagt, das ist eigentlich Szenario B. Primär
sind wir einfach stark gewesen. Primär haben wir aus den US, von der US-Seite her Kraft. Wir werden sehen, wie der Markt mit diesem Shutdown in den Staaten umgeht, ob er das eventuell als leichte Schwäche mal kurz aufnimmt. Allerdings war ja am Freitag schon klar, dass bis zum Abend irgendwo eine Entscheidung stattfinden muss zwischen der Regierung und dem Kongress. Sie haben sich eben nicht einigen können, aber das war zum Börsenschluss am Freitag, 22 Uhr unserer Zeit, auch den Amerikanern schon klar, dass es eventuell keine Einigung gibt, und der Markt war trotzdem stark. Wir schauen gleich auf den S&P und den Dow Jones. Der S&P hat auf Allzeithochs geschlossen. Ja, also nach wie vor stark. Somit gehe ich erstmal hier nicht davon aus, dass wir jetzt hier bedingt durch diesen Shutdown hier eben die Schwäche erstmal sehen. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir vielleicht einen leicht tieferen oder Eröffnungskurs haben. Ja. Im DAX hier erstmal so ein Stück zurückkommen mit dem Eröffnungskurs, dann ergibt sich hier ein Gap zum Schlusskurs, ja, wo man dann auch gegebenenfalls die ein oder andere Strategie fahren könnte. Also da müssen wir mal gucken, wie der Markt reinkommt. Man sieht das ja dann schon vorbörslich, also vor um 8, wie der Dow Jones Future läuft. Der läuft ja dann schon in der Nacht an. Dann sieht man da schon so ein bisschen die Tendenz, ob der wirklich Schwäche aufbaut oder wo der Markt hier entsprechend ist. Der Dow Jones früh um 8 unserer Zeit dann, und dann kann man hier auch schon gucken, ob der DAX eventuell einen Gap nach unten macht oder vielleicht sogar hier mit einem Gap nach oben öffnet. Und aktuell ist hier nichts unmöglich, gerade auf der Long-Seite. Also primär für den DAX hier die Long-Seite für die kommende Woche vom großen Bild, vom Big Picture. Schauen wir uns die US-Märkte an. Vorab den Dow Jones. Hier wiederum auch auf Tagesbasis. Ja, also wir sind nach wie vor stark. Man kann hier einfach nichts anderes sagen bei dem Markt. Ja, haben jetzt hier am vergangenen Dienstag eben mal diesen Schwächetag gesehen, wo eben von der Schwankung her ungefähr 400 Punkte vom Hoch zum Tief stattgefunden haben. Ja, aber nach wie vor ist der Markt hier einfach extremst stark. Und wir haben es auch in der vergangenen Woche dann gesehen, dass dieser Abverkauf hier, der am Dienstag mal kurzzeitig stattfand, schon am Dienstag dann zum großen Teil wieder aufgeholt wurde und am Mittwoch dann eben hier neue Allzeithochs ausgebaut werden konnten. Dann von den Allzeithochs wieder eine kleine Konsolidierung und am Freitag dann hier erst seitwärts, dann eben doch zum Ende hin auch hier nochmal ein bisschen stärker. Aber wir sind eben nicht im Dow Jones am Freitag hier mit neuen Allzeithochs aus dem Markt rausgegangen. Gucken wir uns das auf dem 4-Stunden-Chart nochmal an, da sieht man das, und ich hatte hier diesen Unterstützungsbereich markiert gehabt, schon am Anfang der Woche, der für mich interessant war. Nachdem der Markt hier zurückkam, hatte ich gesagt, okay, solange wir unter diesem Bereich bleiben, könnte man eben davon ausgehen, dass der Markt hier, ich zeichne das nochmal ein, rot und Pfeil, ja, wo wir noch hier unten waren, die Analyse, hatte ich gesagt, okay, wenn der Markt hier zurückläuft, ist es durchaus möglich, dass wir hier weiter Schwäche aufbauen und eben eventuell nochmals eine Bewegung nach unten sehen. Das ist eben schon klar gewesen, wo der Markt hier wieder aufholte nach oben, dass scheinbar diese Schwäche nicht eintritt und eben hier alles, was über diesen Bereich ist, dann erstmal wieder klar auf der Long-Seite zu sehen ist, weil einfach der Markt stark ist, und das haben wir ja dann auch gesehen. Dann wurde dieser Bereich jetzt hier nochmal getestet. Nach wie vor war der Gedanke, sollten wir hier durchbrechen, dass dann hier im Prinzip eventuell es möglich ist, und das wäre auch so ein Szenario, was ich mir für die nächste Woche irgendwo zurechtlege. Löschen wir das erstmal nochmal raus. Dass der Markt durchaus Potenzial hat, sollte er Schwäche zeigen. Hier erneut an diesen Tiefbereich vom Dienstag ranzulaufen, ja, und dann ebenfalls als nächstes Niveau, das muss nicht zwingend in der kommenden Woche sein, also da muss schon enorme Schwäche auftreten, ja, dass hier in dieses Unterstützungsniveau im Bereich 25.400 oder knapp drüber eben durchaus der Markt, wenn er mal Schwäche aufbaut, was ich erstmal nicht für die kommende Woche sehe, also hier, wenn wir hier drunter gehen, ja, dass wir hier Schwäche aufbauen und der Markt sich langsam hier in diese Richtung bewegen könnte. Das ist jetzt aber auch erstmal nicht mein favorisiertes Szenario, aber man muss ja mal drüber nachdenken. Denken, ab wann wäre vielleicht die Abwärtsseite interessant, ab wann ist die Aufwärtsseite oder in welchem Bereich ist die Aufwärtsseite interessant. Und man darf hier mit dieser Abwärtsbewegung auch nicht vergessen, dass wir eben dann trotzdem, trotz alledem, gegen das starke Aufwärtsmomentum gehen, also selbst ein Bruch hier nach wie vor als antizyklisch zu werten ist und man hier nicht ständig mit dem Vorschlaghammer draufhaut, wenn der Markt dort unten ist, sondern es kann genauso sein, dass wir uns hier unten, dass wir hier in diesem Bereich irgendwo eine Seitwärtsphase aufbauen, also hier dann im Abwärtsbereich mit ein bisschen Vorsicht, aber wir haben es am Dienstag gesehen, wenn eben doch so ein bisschen Momentumschwäche aufkommt, dann kann das eben auch mal ein bisschen schneller nach unten gehen, aber seid hier mit der Abwärtsseite eben vorsichtig, wie gesagt.
Szenario nach oben. Wir sind klar long, das habe ich gezeigt. Und hier eben durchaus nochmal Konsolidierung nach unten und dann eben Bewegung nach oben. Und es ist hier definitiv ebenfalls realistisch, dass wir erneut neue Allzeithochs aufbauen. So ein bisschen, wie gesagt, abhängig, was in der kommenden Woche dann auch in Amerika passiert mit dem Shutdown, sollte sich da irgendeine Überraschung ergeben. Ja, also no der Normalfall, dass die sich jetzt dann irgendwann in den nächsten Tagen oder in den nächsten 2 Wochen, der letzte Shutdown war 2013 noch unter Obama, hat 17 Tage gedauert. Also gute 2 Wochen, das kann jetzt natürlich auch sein. Und wenn da so ein bisschen Unsicherheit auftreten sollte oder sich irgendwas ergibt, was aktuell noch nicht klar ist und eben Unsicherheit in den Markt bringt, dann kann sich die generelle Situation halt hier auch von der Long-Seite natürlich wieder ändern. Aus rein charttechnischer Sicht, solange wir über diesem Unterstützungsniveau hier von ungefähr 25.900 bleiben, ist es hier im Dow Jones erstmal klar für die Long-Seite. Und das ist die grobe Analyse eben zum Dow Jones. Ähnliches Bild bietet sich hier im S&P Future, beziehungsweise nicht im Future, sondern erstmal hier im CFD oder im S&P Markt. Was ich vorhin sagte, der S&P hat ein bisschen mehr Stärke gezeigt schon zum Freitagabend, beziehungsweise am Freitagshandel. Also der hat hier am Freitag neue Allzeithochs ausbauen können, ist auch im Prinzip im Bereich neue Allzeithochs dann zum Erliegen gekommen zum Freitagabend, hat also hier Stärke, hat auch am Dienstag diese Schwäche gezeigt, ebenfalls hier dieses Unterstützungsniveau dann eben nach oben wieder durchbrochen, hier zweifach getestet und dann die Stärke nach oben ausgebaut, was eben für den S&P im Endeffekt eine gleiche Analyse ergibt wie für den Dow Jones, dass eben der Markt über diesen Unterstützungsniveau, ich zeichne das hier dann nochmal mit Blau ein, ja, also dass wenn wir über diesen Bereich hier bleiben, ja, und jetzt nicht die Linie für bare Münze nehmen, sondern über diesen grauen Bereich hier, der sich da im Bereich knapp unter 2800 befindet, solange der Markt da drüber ist, ist alles weiterhin grün. Es ist realistisch, dass wir neue Allzeithochs ausbauen. Ja, ich mag es ja, wenn der Markt eben immer leicht konsolidiert einsteigen und dann eben durchaus realistisch. Entweder, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis passt, versuche ich immer als erstes Ziel, mir gegebenenfalls die alten Hochs rauszunehmen. Ja, also diesen Bereich hier als erstes Ziel. Aber es ist durchaus hier auch möglich, dass der Markt weiterläuft und man eben sein Ziel gegebenenfalls ein Stück höher setzt. Und wir haben das in den letzten Wochen gesehen. Es ist hier durchaus ordentlich was möglich in den Märkten. Wir können uns hier gleich nochmal kurz die Woche anschauen, was wir an Wochenschwankungen haben aktuell im S&P, und da sind wir am Steigen. Schauen wir mal. Ja, also die durchschnittliche Wochenschwankung liegt knapp über 40 Punkten. Ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir eben natürlich in der Woche vielleicht auch mal kurz im Minus sind, von der Bewegung her, ist es durchaus denkbar, eben hier nach oben nochmals wieder 20 Punkte draufzulegen. Ja, und dann sind wir jetzt im Bereich von 28,30, 28,25. Das ist jetzt nicht unrealistisch, ne? Man muss natürlich immer schauen, wo sind eben dann Widerstände, beziehungsweise wenn ich auf Allzeithochs bin, kann ich aus der Vergangenheit mir keine Widerstände oder dann Unterstützung oder irgendwas raussuchen, sondern man muss dann eben schon so ein bisschen aus der Luft greifen und sagen, okay, es ist jetzt realistisch, dass der vielleicht am Montag oder Dienstag eben wenigstens 5 Punkte als neues Allzeithoch ausbaut oder sowas. Ja, das muss man dann so ein bisschen situativ anpassen, auch welche Uhrzeit gerade ist. Sind wir in der Kernhandelszeit in Amerika, wo natürlich mehr Bewegung aufkommen kann, die Stärke dann entsprechend aufkommen kann, oder sind wir hier vielleicht gerade schon am Abend, wo ich mein Trade eingehe oder etwas später. Ja, das sind so Punkte, wo man dann eben auch die Ziele irgendwo festlegt. Aber nach wie vor der S&P hier auch erstmal auf der Aufwärtsseite zu sehen. Sollten wir hier ebenfalls wie im Dow Jones die Abwärtsseite etwas wieder zurückerobern können. Und da ist es hier durch dieses Tief ebenso diese Schiebezone hier in dem Bereich, wie gesagt, unter 2800 roundabout, sollten wir hier drunter kommen und der Markt dann auch dieses Tief durchbrechen hier, dann ist es durchaus denkbar, dass wir ebenfalls hier diesen Bereich der Tiefs hier anlaufen können. Ja, das wäre dann auf der Abwärtsseite auf jeden Fall erstmal das erste Ziel. Und je nachdem, mit wie viel Dampf der da ankommt, ist es dann durchaus denkbar, dass eben auch hier, wenn so eine Bewegung kommt, ähnliche Bewegung kommt wie am Dienstag der vergangenen Woche, dann ist es durchaus möglich, dass wir hier dann leicht hochlaufen und dann hier noch ein bisschen nach unten gehen, wobei hier eben dann auch schon das nächste Unterstützungslevel relativ nah an diesem Tief der Vorwoche dran ist. Ja, da haben wir hier dieses Hoch, das ist relativ markant, ja, auch auf größeren Zeitebenen. Und dann ist es hier, würde ich jetzt erstmal
von der Zielsetzung her für diesen nächsten Schwung hier erstmal gar nicht so aggressiv rangehen, weil es ist schon dann möglich, dass wir dann hier auf diesem Unterstützungsniveau vielleicht auch leicht drüber über dieser roten Linie hier dann erstmal wieder nach oben laufen. Das zum S&P. Als nächstes will ich mir mit euch den Euro anschauen. Der ist ja auch ebenfalls wie die US-Märkte, ist der Euro-US-Dollar relativ stark. Also der Euro ist stark, der US-Dollar ist schwach. US-Dollar-Index wirklich hier im fast steilen Sinkflug. Ja, aber hier das Währungspaar Euro-US-Dollar ist aus längerfristiger Sicht hier auf Tagesschartbasis definitiv auch klar auf der Long-Seite zu sehen. Können wir auch noch mal kurz einzeichnen, dass hier eben klar ist, aber ich denke, das ist logisch, ne? Wenn der Markt eben hochläuft, ja, dann hier eine Konsolidierung ausbaut, erneut hochläuft und das auch sehr, sehr sauber. Man hat hier in dieser großen Aufwärtsbewegung wirklich dann immer saubere Hochs, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Dann hier irgendwann mal die Seitwärtskonsolidierungsphase abwärts. Die letzten Tiefs werden gebrochen. Abwärtssequenz, abwärts, hoch, abwärts. Und jetzt brechen wir hier wieder diese Konsolidierungssequenz und laufen jetzt sauber wieder mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs nach oben. Also hier auch erstmal klar auf Tagesschartbasis weiterhin die Long-Seite interessant. Allerdings, wenn man hier mal einen Blick ganz weit in die Zukunft wagt, das ist allerdings für uns als Daytrader, selbst für uns als Swingtrader, erstmal eigentlich irrelevant. Aber wenn man hier mal auf Wochenbasis wirklich nach hinten schaut, dann sieht man, dass wir hier gerade in so einem Niveau, in so einem Kursniveau sind, wo ein Tief, das war 2012, stattfindet und ich glaube vorher waren hier auch nochmal Bereiche, die da in der Vergangenheit schon mal sehr, sehr markant waren. Also das sind ja Punkte, die sieht jeder. Wir sind ja auf dem Wochenchart und alte Tiefs oder alte Tiefbereiche stellen natürlich immer ganz gerne irgendwo Widerstände dar. Und auch diese Schiebezone, die wir hier sehen, wie gesagt, das sind Wochen, da hat sich der Markt eben bis zum Bereich 25.060 ungefähr mehrfach immer eine Woche hoch, eine Woche runter, eine Woche hoch, eine Woche runter und brach dann erst, also das ist über anderthalb Monate ist dieser, nee, der doch. Pi mal Daumen, anderthalb Monate, guter Monat ist diese Schiebezone hier, bevor der Markt dann nach unten aus diesem Bereich ausbrach. Wenn man das jetzt sich anguckt, dann sind wir gerade hier kurz vor diesem Bereich, vor diesem Schiebebereich. Also hier jetzt aggressiv Ausbruchsstrategien zu fahren, sehe ich persönlich als nicht so vorteilhaft an, sondern wenn dann ebenfalls, was ich ja sowieso gerne mache, gehen wir mal wieder hier so ein bisschen runter auf den Tageschart, um das eben grob uns mal anzuschauen. Hier sehe ich es auch ebenfalls als besser, dass man eben leichte Konsolidierungen, und da ist für mich der Bereich hier um die Marke von 1,2060 hinab auf 1,2030. Diese Schiebezone zwischen diesen zwei Linien hier ist für mich die Kernunterstützung. Alles, was da drüber ist, ist nach wie vor long. Ich würde aber hier, wie gesagt, aufpassen, dass man eben nicht zwingend zum Beispiel Ausbrüche handelt, weil es einfach sehr wahrscheinlich ist, und das hat er in der Vergangenheit oft gemacht, dass er, nachdem er ein neues Hoch ausgebaut hat, erstmal sofort wieder runterfiel. Das ist zum einen blöd, wenn ich einen Ausbruch eingehe und ich muss ja irgendwo meinen Stop setzen. Zum anderen bietet es uns meistens ein Stück später, wenn dieser Test des Ausbruchs kommt oder dieses Ausbruchsniveaus, dann haben wir oft noch ein viel besseres Einstiegs, eine viel bessere Einstiegsmöglichkeit, die dann eben in unsere Richtung läuft. Schauen wir uns das mal hier als Beispiel an. Blau Stift. So, ja. Guck mal hier dieser Ausbruch. Ja, das war jetzt zwar kein altes Hoch, dann kam der Ausbruch. Dann kam der Markt aber in dieses Ausbruchsniveau hier nochmal zurück, dippte sogar drunter, ja, und hat hier mit diesem Test des Ausbruchsniveaus hat man eigentlich eine viel bessere Möglichkeit, dann auf der Longseite einzusteigen und dann sollte im Idealfall auch sofort die nächste Bewegung kommen. Oft kommt eben diese Kernbewegung, die ich eigentlich handeln möchte, nicht mit dem Ausbruch, sondern erst ein Stück später. Pech hat man natürlich, wenn der Trade wirklich Gas oder Schmackes aufnimmt. Das hatten wir eben am Freitag unter anderem im DAX, wo direkt früh mit dem Start der Markt nach oben gegangen ist, kaum mehr zurückkam und eben für so einen Rückläufer, der eigentlich eben das favorisierte Einstiegsszenario wäre, gar keine Chance gegeben hat, weil der Markt lief, 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 lief.
Wenn man hier natürlich mal Pech hat, das ist natürlich auch dann eben bedingt, man muss eben gucken, okay, in welcher Marktphase ich befinde, dann hat man natürlich auch mal Pech gehabt und man verpasst mal eine schöne Bewegung. Aber der nächste Bus kommt bestimmt, lieber Eintritt nicht gemacht oder irgendwie was, was mir nicht so gefällt, nicht machen, vorsichtig sein und dann eben die in Anführungsstrichen besseren Szenarien handeln. Ja, also alles, was über den Bereich hier ist, 1,260 bis 1,2030. Auf der Long-Seite erstmal weiterhin interessant. Neue Bewegungshochs denkbar, aber ich gehe davon aus, dass neue Hochs dann eben auch relativ zügig wieder zurückgekauft werden. Das muss nicht bedeuten, dass sofort eine Riesenabwärtsbewegung auftritt, aber es kann durchaus sein, dass hier nach neuen Hochs erstmal wieder wie so ein Fehlausbruch erstmal Bewegungen wieder zurück passieren. Ist für mich die Abwärtsseite interessant? Erstmal eigentlich noch gar nicht so. Ja. Klar, wenn wir hier unter den Bereich fallen, dann ist eben auf jeden Fall die letzte Aufwärtsbewegung fast in Gänze zurückgeholt. Ja, wir sind dann hier auch unter dem Bereich von diesem großen letzten Hoch hier in dem Bereich. Aber ich würde hier wirklich sagen, die Abwärtsseite erst betrachten, solange, wenn der Markt hier nachhaltig unter dieses letzte Tief fällt. Und das ist dann hier der Bereich ungefähr um die Marke 1,19. Ja, wenn wir hier drunter rutschen nachhaltig, dann würde ich hier vielleicht auch mal auf die Abwärtsseite gehen. Und hier vielleicht sehen, dass der Markt in den Bereich dieser letzten Tiefs hier zurückrutscht. Aber da müsste er jetzt, und wenn man sich hier für dieses Szenario, für diesen Gedanken dann wieder die Wochenschwankung anschaut, und da sind wir, können wir mal kurz gucken, müssen wir das erstmal wieder wegmachen, Wochenschwankung im Euro-US-Dollar, ungefähr 160, 170 Ticks, das ist nicht viel. Ja, generell ist der Euro-US-Dollar ja aktuell relativ schwach. Und jetzt gucken wir mal von dem letzten Schlusskurs. Moment. Ja, relativ schwach von der Volatilität, wollte ich sagen. Vom letzten Schlusskurs. Also wir sind ja bei 1,22 Pi mal Daumen. Ja, ein Stück drüber. Wenn man jetzt hier eine Wochenschwankung von 130 bis 160 Punkten irgendwo draufpackt, ja, selbst wenn man von ein bisschen mehr ausgeht, dann ist man ja nicht in nennenswert unter 1,20, sondern eigentlich noch über 1,20. Und das Szenario, was ich hier eben aufgezeigt hatte, dass der Markt unter 1,19 eventuell für die Abwärtsseite interessant ist, da sehe ich den Markt jetzt erstmal gar nicht so zwingend sofort hinpfeifen, ja. Also könnte diese Abwärtsbewegung, wenn sie denn überhaupt eintritt, vielleicht für die kommende Woche interessant sein, je nachdem, ja. Wenn natürlich am Montag hier eine Abwärtsbewegung von weiß ich wie viel Punkten eintritt, dann müsste man eben noch mal schauen, okay, vielleicht erhöht sich dann auch die Wochenvolatilität so ein bisschen, aber prinzipiell ist hier auch erstmal favorisiert die Aufwärtsseite. Schauen wir uns als nächstes mal das Gold an. Moment. Zack. Hier auch erstmal der Tageschart. Ebenfalls, ja, also wie ihr seht, hier ist alles am Laufen. Egal was, irgendwelche Märkte, die man sich anguckt, ja, es geht wirklich fast alles nach unten, nach oben, außer der Bund Future, der hat eben aktuell hier so die Abwärtsseite drauf, aber das ist da bei dem Markt jetzt nicht so verwunderlich, wenn alles nach oben läuft, dass da auch mal eine Tendenz nach unten kommt. Aber hier Gold ebenfalls in den letzten, seit Mitte Dezember war das hier, sind wir in der letzten Kernaufwärtsbewegung. Für Gold muss man aber eins beachten im großen Picture. Ja? Wir sind, wenn man hier die letzten, das letzte Jahr, also Start 2017 sich anguckt, dann ist man, nehme ich mal auch wieder den Pfeil, so, man ist natürlich 2017 bis heute tendenziell klar aufwärts. Ja. Was hier aber auffällt beim Gold, ist aus charttechnischer Sicht, dass wir die Hochs, die steigenden, Moment, nehme ich nochmal die andere Farbe, dass man die steigenden Bewegungen hier, die sind zwar wunderbar, auch sehr sauber, ja, die hier abliefen. Ja, und dann kam hier diese große Aufwärtsbewegung, jetzt Konsolidierung. Wir sind jetzt aktuell wieder in der Aufwärtsbewegung. Wir hatten ja hier vorne auch schon mal eine relativ saubere Aufwärtsbewegung. Jetzt schaut euch aber mal im Gegenzug diese Abwärtsbewegung, diese Konsolidierungsphasen an. Ja. Die sind ebenfalls sauber, aber eben sehr stark. Wenn man hier eben schaut, die letzte Aufwärtsbewegung, die wurde ja fast komplett wieder aufgeholt, bevor hier die nächste Aufwärtsbewegung kam. Ja, auch diese wurde fast wieder aufgeholt, nächste Aufwärtsbewegung. Bewegung. Die nächste wurde überrannt und bevor es wieder aufwärts ging. Ja,
diese Gegenbewegung hier im Verhältnis zu der großen Aufwärtsbewegung zwar vielleicht noch im Rahmen, aber dann kam ja noch mal ein zweiter Dip nach unten, ja, der dann auch relativ stark war. Und jetzt haben wir die nächste Aufwärtsbewegung. Ja, und hier denke ich, ist auch oder kann es durchaus denkbar sein, dass hier der Markt auch mal wieder solch eine Gegenbewegung macht, ja, dass der Markt eben, gucken wir jetzt gleich, das ist jetzt aktuell, sind wir ja noch im Long-Modus, aber es kann durchaus sein, wann das startend ist, dass hier wieder eine starke Gegenbewegung folgt. Ja, das ist durchaus denkbar und das sollte man hier auf dem großen Picture definitiv auch im Hinterkopf haben, weil einfach in der Vergangenheit es so war und es eben, ja, das ist eben Charttechnik, geht man eben auch davon aus, dass es in Zukunft ebenfalls wieder so sein kann. Was bedeutet, wenn hier die Sequenzen des Steigens durchstoßen werden, und das ist jetzt hier, diese Betrachtung hat jetzt nichts mit, das passiert Montag oder Dienstag oder könnte Montag oder Dienstag passieren, sondern das kann auch erst im Februar, März oder nächstes Jahr, ja, dass sich hier so eine Sequenz dann eben auch wieder einstellt, von eben, dass ein Monat der Markt auch mal wieder fällt. Ja, aber erstmal dieses Szenario im Hinterkopf haben, dass das durchaus denkbar wäre. Ja. Schauen wir uns aber an, wir sind aktuell klar im Aufwärtsmodus. Wir haben hier Getestkonsolidierung, nächste Aufwärtsbewegung sind jetzt gerade hier Konsolidierungen, hatten ja hier am Freitag dann auch erstmal so einen Schwung nach oben. Gucken wir uns das auf dem 4-Stunden-Chart an. Ja, im Gold ist es so, dass die saubere Aufwärtsbewegung ge gebrochen wäre, wenn wir jetzt, zeige ich nicht mal ein, Moment, zack. Wenn wir jetzt hier nachhaltig theoretisch eigentlich unter dieses Tief fallen würden, ja, dann wäre halt die Sequenz, zeige ich nochmal ein, wenn man mal hier so aufwärts, na, das wollte ich jetzt nicht, ne, zack. Zack, und dann eigentlich ist das ja hier eine komplette Bewegung. Hier war ja kaum Konsolidierung drin. Ja. Abwärts, aufwärts, abwärts. Entweder man sieht das jetzt hier nochmal als kleine Bewegung oder man nimmt die eben komplett. Aber was jetzt hier wäre aus charttechnischer Sicht, das ist ja hier unten, dieser Bereich wäre ja der nächste markante, das nächste markante Tief. Ja. Der Bereich. Also erst wenn der Markt da drunter fällt, würde aus charttechnischer Sicht hier die Abwärtsseite dann gegebenenfalls interessant werden. Aus Daytrading-Sicht, also aus etwas kurzfristiger Sicht, ist es aber wichtig, dass ich jetzt nicht abwarte, bis der Markt hier wieder knapp über die 13.000er-Marke fällt, weil dann sind wir einfach schon mal wieder 40 Dollar tiefer, sondern ich sehe jetzt hier schon, der Markt ging hoch. Testete jetzt hier die letzten Hochs, also man hatte hier zweimal dieses Hoch im Bereich 13,25, ist jetzt hier eigentlich schon wieder gesund gestiegen und sollte sich jetzt hier eine Abwärtsbewegung abwärts, hoch, abwärts im Prinzip zeigen, dann wäre hier ja auf jeden Fall auch noch Potenzial nach unten. Und das würde ich jetzt prinzipiell dann auch sehen. Das wollte ich jetzt nicht zeichnen. Moment, mal ein bisschen dicker machen. Und den Pfeil, dass jetzt der Markt hier im Prinzip nochmals in dem Bereich hier runterlaufen kann oder vielleicht sogar noch ein Stück tiefer. Ja. Somit wäre für mich jetzt die Aufwärtsseite, die ich ja eigentlich sehen möchte oder die ich eigentlich handeln möchte, so lange interessant, solange der Markt über diesem Tief hier bleibt. Ja, jetzt ist es ein Pfeil geworden. Aber alles, was über diesem Pfeil ist, wäre für mich persönlich jetzt von der Aufwärtsseite interessant. Also von mir aus kann er zwar nochmal leicht zurückkommen, sollte dann aber steigen. Ja? Oder steigt gleich, kommt zurück, gibt uns ein Einstiegssignal und dann geht es nach oben weiter. Ja? Also alles, was über dem Bereich 13,25 grob ist, sehe ich erstmal von der Aufwärtsseite. Sollten wir da drunter gehen, auch da drunter bleiben, eben nachhaltig, also wirklich dann auf Stundenbasis oder eben vielleicht sogar auf Tagesbasis, dann würde ich mir die Situation nochmal angucken, ob man hier eventuell kurzfristig entweder die Abwärtsseite handelt oder ein, zwei Tage abwartet, dass die Abwärtsseite sich vollzieht, um dann gegebenenfalls in dem unteren Bereich hier nochmal über Käufe nachzudenken oder dem Markt dann erstmal ein bisschen Raum zu lassen und dann diesen Markt eben neu zu analysieren, weil dann haben wir gegebenenfalls schon wieder 1 bis 5 Tage mehr auf der Uhr. Das Bild hat sich fortgesetzt, die Geschichte des Marktes hat sich fortgesetzt und man kann eben dann schauen, okay, was ergeben sich jetzt hier gegebenenfalls als neue Szenarien zum Traden, beziehungsweise inwiefern hat sich das grobe Chartbild hier verändert. Schauen wir noch mal kurz auf der Woche.
Und da ist auch noch eine ganz interessante Geschichte. Generell ist Gold vom Chartbild her sehr unsauber. Also eigentlich nichts, was man jetzt aus langfristiger Sicht irgendwo als interessant sehen sollte. Was hier allerdings charttechnisch interessant ist, dann nehmen wir mal hier, ist, dass wir im Bereich ja knapp unter der 80er-Marke hier dann doch so alte Hochs haben. Und wenn man jetzt mal die Aufwärtsseite sich anschaut, wir haben das letzte Hoch, das war im, gucken wir mal hier. Ist das jetzt hier neu? 24. Anfang September hatten wir so ein Hoch bei 13,60 Pi mal Daumen, knapp darunter. Ja, und das ist jetzt eben auch durchaus realistisch. Wir haben im Gold aktuell eine Wochenschwankung von 22, hatte ich vorhin, glaube ich, gelesen, 26 sogar. Ja, also wenn hier die Stärke durchaus in der nächsten Woche, übernächsten Woche weiterhin da anhält, dann ist es erstmal realistisch, dass wir den Bereich dieses Hochs hier 13 knapp oder gut 13,55 anlaufen und als nächstes Ziel dann eben die Marke knapp unter 13,80 denkbar wäre für diese letzte Aufwärtsbewegung oder für die Aufwärtsbewegung, in der wir uns jetzt gerade befinden. Also da jetzt mal grobe Ziele, dass man mal guckt, beziehungsweise kann man dann hier auch mal, wir sind ja auf dem Wochenchart, sich auf dem Tageschart hier nochmal diese Bewegung hier hinten angucken, wo sich hier gegebenenfalls ein paar Widerstände ergeben, die man dann für Zielberechnungen gegebenenfalls heranzieht. Ja. Also Gold, um es abzuschließen, nach wie vor erstmal über den Bereich 13,25 auf der Long-Seite zu sehen, gucken, dass nach Konsolidierung hier gegebenenfalls Einstiege denkbar sind oder sich Szenarien bieten. Sollte der Markt darunter rutschen, erstmal vorsichtig, nicht sofort auf die Abwärtstube drücken, sondern eben warten, dass der Markt gegebenenfalls hier noch ein bisschen absackt, um dann hier gegebenenfalls nach unten dann eventuell die Abwärtsseite unter 13,20, ja, müsste man dann, wie gesagt, mit einer neuen Analyse dann auch nochmal vorsichtig schauen, dann eben zu handeln. Aber da können wir auch gerne in den Tagesanalysen dann nochmals drüber sprechen. Als allerletztes möchte ich über Brent Crude sprechen. Da hatten wir ja in der vergangenen Woche kam schon die Frage, okay, guck mal hier auf Brent Crude, was hältst du davon? Ebenfalls aufwärts. Ja, es wird langsam langweilig, aber man muss eben hier eben auch von der Aufwärtsseite weiterhin ausgehen, weil der Markt ist oben. Allerdings sind wir an dem Widerstand von rund 70 Dollar hier erstmal abgeprallt. Nicht nennenswert, weil die Konsolidierung, in der wir uns hier gleich gerade befinden, jetzt erstmal nicht der Rede wert ist. Allerdings hat er das letzte Hoch hier nicht mehr großartig ausbauen können. Wenn man sich die Bewegung zuvor anschaut, sieht man, dass wirklich eben, wenn neue Hochs ausgebaut wurden, der Markt dann doch wirklich etwas stärker dann immer weiter lief. Das war hier vorne auch schon so. Das haben wir jetzt hier nicht mehr geschafft. Wir haben nochmal ein neues Hoch ausgebaut. Sind jetzt hier schon leicht stärker. Also das ist jetzt auch noch nicht der Rede wert, wo wir jetzt hier nach unten kommen. Aber wir haben hier im Bereich um die 68,30 so ein bisschen Unterstützung gefunden. Da hatte ich schon in der vergangenen Woche gesagt, ich glaube, es war am Freitag, dass es durchaus denkbar ist, wenn wir hier unter diesen eingezeichneten leichten Schiebezonen-Seitwärtsbereich rausbrechen, dass man hier gegebenenfalls nochmal die Abwärtsseite sich anschauen könnte. Ja, gucken wir uns das mal auf dem 5-Minuten-Chart an, was ich damit meine. Und ja, das ist dieser große graue Bereich. Das ist ja die Nachtsession. Wir haben hier irgendwann am Tag, ich glaube, das war sogar, nachdem man schon einmal runter sei, oder weiß ich nicht mehr genau, aber prinzipiell alles, was unter dem Bereich ist, sagt, okay, es ist denkbar, dass man, wenn der Markt sich hier etablieren kann, eben die Abwärtsseite spielt. Allerdings wurde es dann zum Freitag auch schon immer später, dann kam der Markt da zwar nochmal drunter, selbst wenn man hier eben mal einen Versuch auf der Abwärtsseite gemacht hat, hat man entweder plus minus null einen leichten negativen Trade gehabt, aber es konnte hier lediglich das Unterstützungsniveau knapp unter der Marke von 68 hier im CFD angelaufen werden. Und dann endete der Markt im Bereich dieses unteren Niveaus. Ich würde hier jetzt sagen, dass wir eben, ich hatte auch schon diese Schiebezone hier angesprochen in diesem Seitwärtsbereich, nehmen wir mal wieder die Maloption. Also der Markt sollte, nehme ich mal dunkelgrün für die Long-Seite sollte der Markt schon jetzt erstmal hier wieder in den Bereich gehen.
über diesen Bereich gehen, um dann vielleicht hier nach einem Test dann nochmals die Long-Seite zu handeln. Ich würde hier allerdings nicht von erstmal extrem neuen Hochs ausgehen, ja, sondern versuchen, dass wenigstens ein Chance-Risiko-Verhältnis mit dem letzten Hoch von wenigstens 1 zu 2 oder vielleicht sogar besser möglich ist, ja. Weil hier auch diese aggressive Long-Seite, er konsolidiert jetzt hier gerade so ein bisschen, wir sind im Bereich 70 und selbst wenn man jetzt hier, was ich eben selten mache, aber so ein bisschen denkt man ja schon immer mal drüber nach, wenn man so ein bisschen die Saisonalitäten sich anschaut, ja, wir haben jetzt zwar natürlich aktuell noch Winter, aber die Saisonalität ist ja immer so ein bisschen versetzt, dass es ja irgendwann jetzt wieder Frühling wird, Sommer wird und dann eben der Ölverbrauch halt wieder sinkt, der Ölpreis eben gegebenenfalls saisonal dann auch irgendwann mal wieder so ein bisschen zurückkommt. Das ist für uns fürs Daytrading zwar prinzipiell uninteressant, aber generell sehe ich halt schon den Markt oder dieses Widerstandslevel von 70 hier schon als nicht so unwichtig an. Und wenn wir hier mal langfristig schauen, dann ist hier mit diesem Hoch und dem wir uns in dem Bereich, wo wir uns gerade befinden, von der 70, also da muss der jetzt schon wirklich Kraft haben, um hier noch nach oben auszubrechen. Allerdings wäre dann natürlich richtig Luft nach oben. Ja. Sehe ich jetzt aktuell zwar noch nicht so als Option, deswegen erstmal für die kommende Woche eben, wenn neue Alts oder wenn neue Jahreshochs, Bewegungshochs, dann eben nicht aggressiv annehmen. Wenn hier der Markt, ja, also hier nach oben. Ja. Die Abwärtsseite wäre jetzt interessant, nach wie vor natürlich unter dem grauen Bereich hier, aber ja, besser wäre noch, wenn er jetzt diese Freitagstiefs hier unten nach unten durchbricht und dann hier nach unten vielleicht so ein bisschen Dampf aufnimmt. Ja. Wir haben als nächstes Kernunterstützungslevel, gucken wir mal hier, das ist der Bereich so 66,5. Ja, und als nächster Punkt kommt hier dann der Bereich 65,03, so 65,3, so Pi mal Daumen. Also wenn wir hier Fahrt nach unten aufnehmen sollten im Öl, dann wäre es denkbar, mit dem Bruch hier dieser Tiefs in dieses Level hier zu laufen, zurück, dann vielleicht nach unten. Ja, das ist schon denkbar und ich würde jetzt hier, wenn hier, aber dafür würde ich eigentlich wirklich gucken, entweder es baut sich Momentum auf oder eben der Tag am Montag, der schließt hier unter diesem Tief, müsste man halt schauen, weil es ist halt wieder antizyklisch, ne? Wie in den anderen Märkten auch. Die Abwärtsseite ist denkbar, wenn starkes Momentum aufkommt, wie am Dienstag im Dow Jones, dann eben ist es natürlich auch möglich, hier momentummäßig so ein bisschen Gas zu geben, mal kurzzeitig, aber es ist immer antizyklisch und es ist einfach so, auf Dauer gehen halt so eine Überlegung auch gerne mal schief. Somit ist eben das Antizyklische wirklich, da braucht man schon so ein bisschen mehr Erfahrung. Besser ist es, prozyklisch zu handeln und hier eben, was ich eben erwähnt hatte, diese Aufwärtsseite, dann lieber erstmal zu handeln im Öl. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr könntet jetzt hier mit meinen Analysen oder ihr könntet der ganzen Sache folgen, meinen Gedankenzügen folgen. Guckt ein bisschen, wie gesagt, auf den Shutdown, was da passiert, ob sich da eventuell ein bisschen Sprünge an den Märkten ergeben oder irgendwo der Markt darauf reagiert. Ich gehe jetzt mal erstmal nicht so arg davon aus, aber schauen wir mal. Ich wünsche euch für die kommende Woche auf jeden Fall Good Trades. Wie gesagt, ich schreibe unten drunter die Minuten, wo dann der entsprechende Markt besprochen wird. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich unseren Kanal hier bei GFD Broker abonniert. Wir werden in Zukunft hier noch mehr Videos machen. Kommentiert natürlich auch drunter. Schreibt, wenn es euch gefällt. Schreibt, wenn es euch nicht gefällt. Gebt Tipps und Tricks, Wünsche, Fragen, alles, was ihr so auf dem Herzen habt. Wir werden versuchen, darauf einzugehen, die Kommunikation mit euch zu suchen, um für euch den Kanal besser zu machen und nach vorne zu kommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch Good Trades für die kommende Woche. Wir hören uns morgen früh und beziehungsweise generell am frühen Morgen ja dann immer mit dem DAX Long oder Short, am Nachmittag dann mit der US Opening Bell. In diesem Sinne, bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye, ciao.